Für mein Projekt Lui, also das Web-Framework, das für verschiedene Projekte verwendet wird, mehrere produktive, unter anderem auch mein Minicraft. Hier steht, dass es nicht allzu langsam ist, also fast and efficient. Und wer sich mal hier so eine kleine App angeguckt hat, sieht erstens, sie lädt extrem schnell. Also man sieht, man kann nicht mal sehen, wie schnell sie lädt. Und es ist sehr, sehr flüssig, selbst auf langsamen Geräten. Und es gibt, um zu demonstrieren, wie performant so ein Web-Framework ist, bereits einen Vergleich. Und das Ganze heißt, ja, wie heißt denn das? Das heißt JavaScript Frameworks Benchmark. So, das gibt es auf GitHub, das gibt es im Internet und da sind ganz, ganz viele verschiedene Frameworks, verschiedene Varianten von diesen Frameworks und also verschiedene Arten, wie man die verwenden kann. Und da habe ich Lui bereits vor längerer Zeit eingetragen. Ich habe heute nochmal eine neue Version von Lui da eingetragen und hier mal verglichen mit den Frameworks, die ich bisher so auch verwendet habe manchmal. Also ich habe vorher mit React schon mal gearbeitet, einmal mit der klassischen React-Variante mit Klassen und so weiter und dann mit der React-Hooks-Variante. Dann habe ich mit Mistral gearbeitet, da habe ich zum Beispiel UnserCraft gemacht, wer das kennt. Und dann habe ich halt Lui irgendwann später selbst entwickelt. Angular selbst habe ich nicht benutzt, aber benutzen viele. Google zum Beispiel benutzt das für YouTube und so weiter. Und hier sind schon die paar Tests. Man kann schon an der Farbe Rot erkennen, dass die allermeisten dieser bekanntesten Konkurrenten langsamer bzw. schlechter als Lui sind. Bis auf ein paar Ausnahmen, das sind diese grünen Flecken hier. Und ich möchte mal kurz zeigen, wie so ein Benchmark überhaupt aussieht. Also gucken wir jetzt mal hier nach Lui. Da haben wir es. Lui 1.1.1 Keat. Das ist nicht aktuell, aber ich denke mal, wir werden jetzt die neue Version sehen, wenn wir das öffnen. Das können wir ganz einfach verifizieren. Öffnen wir mal Lui. Ja, ich sehe schon, das ist die neue Version. 1, 2, 3. Also es ist nur diese Übersichtsseite noch nicht aktualisiert. Man sieht, das Framework selbst ist sehr klein. Also das ist die Library, die bei jeder Lui-App eingebunden wird. Und die andere Datei-App. Das ist dann die eigentliche App, die meine Library benutzt. Und man kann auch erkennen, die App ist nicht kompiliert. Also sie ist nicht optimiert auf Größe, sondern sie ist genau so, wie ich sie geschrieben habe. Man kann sie lesen, einfach verändern und schon ist die App aktualisiert. Man muss nichts bauen. Die allermeisten, wenn nicht sogar alle anderen Frameworks in dieser langen Liste werden gebaut. Das heißt also, dass sie eine ziemlich komplizierte Toolchain benutzen, Programme, die sehr rechenaufwendig sind und dann irgendwie einen minimierten Code erzeugen, der dann etwa so aussieht wie der hier. Naja, nicht notwendig, weil Lui selbst ist schon so winzig, dass man die Lui-App dann nicht großartig noch optimieren muss. Man kann es optimieren, kann man eben bei Minicraft sehen, aber das ist jetzt nicht das Thema. Diese Benchmarks sehen alle exakt gleich aus. Also ich muss jetzt in dieser langen Tabelle, Liste, die ich eben gezeigt habe, nichts anderes öffnen. Die verhalten sich alle exakt gleich, außer dass hier ein anderer Name steht und hier oben auch. Man kann hier Einträge erstellen, also 1000 Einträge. Man kann bei diesen Einträgen Einträge löschen. Also man sieht jetzt hier links an den Zahlen, dass ich hier welche entferne. Man kann einen Eintrag auswählen, dann wird der rot hervorgehoben. Man kann alle Einträge löschen, man kann neue 1000 Einträge erstellen, man kann auch 10.000 Einträge erstellen und das funktioniert auch. Ich kann hier jetzt mal nach ganz unten scrollen. Hier sehen wir jetzt die 10.000 plus die 2000, die vorher erzeugt wurden. Also die 2000 ist nur der Zähler, wir haben jetzt hier 10.000. Man kann swappen, also es wird die zweite und die 999. Zeile ausgetauscht oder so ähnlich. Das funktioniert. Man kann jede 10. Zeile ändern, also wenn man raufklickt, das ist jetzt etwas langsam, weil wir 10.000 haben. Ich kann aber nochmal 1000 erstellen. Es wird bei jeder 10. Zeile was hinzugefügt. Man sieht, das ist ziemlich schnell. Ja, so viel dazu. Und hier haben wir jetzt nochmal die Tabelle. Es gibt bei der Online-Variante von dieser Tabelle gibt es ganz, ganz viele verschiedene Frameworks. Und da sind auch ganz viele noch vor Lui, muss ich natürlich sagen. Das liegt aber daran, dass viele Web-Frameworks ganz neue Ansätze verwenden. Viele derjenigen, die viel schneller als Lui sind, verwenden Ansätze, die meiner Meinung nach mit funktionaler Programmierung nichts mehr zu tun haben, sondern eher nur so Templates, die man dann immer noch selbst anwenden muss. Also man muss immer noch, selbst wenn was verändert ist, sagen, bitte render hier diesen Teil mit diesen Daten.
Das machen diese ganz, ganz schnellen Frameworks. Lui macht das nicht. Lui funktioniert in der Weise genau wie die anderen populären Frameworks, dass man ein gesamtes Modell aufbaut und sich Lui selbst darum kümmert, dass das alles immer auf dem aktuellen Stand ist. Man muss sozusagen nur beschreiben, was man haben will und wann das wie gemacht wird. Darum muss man sich nicht kümmern. Das macht Lui für einen. Also man kann erkennen, dass bei den allermeisten Dingen Lui am schnellsten ist. Nicht bei allen. Also es gibt hier welche, da ist Lui langsamer. Das ist kein Wunder. Es gibt nämlich bei Lui, bei den Issues, einen Eintrag. Es gibt da ein Algorithmusproblem, also einen Algorithmus, der total blöd ist. Den habe ich total billig zusammengebaut und ich wusste damals schon, dass der nicht gut ist. Ja, und trotzdem ist er insgesamt ziemlich weit vorne, Louis. Das ist etwas komisch, wenn man überlegt, dass die Leute, die an diesen Sachen hier arbeiten, tausende Euro, zehntausende Dollar Gehalt haben und einen Harvard-Abschluss wahrscheinlich. Aber es gibt wahrscheinlich andere Vorzüge von diesen Frameworks. Zum Beispiel, dass sie viel größer sind, viel größere Communities haben und so weiter. Also man kann erkennen, dass zum Beispiel, um 1000 Zeilen zu erstellen, ist Lui am schnellsten. Alle Zeilen zu ersetzen, ist Lui auch am schnellsten. Hier kann man jetzt sehen, dass Lui mal im Mittelfeld gelandet ist, nämlich dabei, wenn man jede zehnte Zeile ändert. Dann haben wir hier, wenn man eine Zeile auswählt, dann ist Lui etwas weiter hinten, aber immer noch nicht ganz hinten. Hierzu kann ich ganz sicher schon mal sagen, Lui ist nie ganz hinten. Also, das ist hier so ziemlich das Schlechteste, wenn nicht sogar das Schlechteste, was Lui hier erreicht hat in dieser Kategorie. Lui ist nie am langsamsten von diesen verbreiteten Frameworks. Dann haben wir noch die Funktion Swap Rows, also dass man den zweiten und 999. Zeile austauscht. Da ist Lui wieder ziemlich weit vorne. Mistral ist hier ziemlich weit vorne. Das liegt daran, dass Mistral alles rendert. Also diese Frameworks hier, die haben alle gemeinsam, dass sie versuchen, möglichst nur das zu vergleichen und zu überprüfen, ob es neu gerendert werden müssen. Das wird möglichst smart gemacht, während Mistral einfach alles jedes Mal neu rendert. Also wenn man eine Seite mit tausenden Knöpfen hat und einen einzigen Knopf ändert, werden alle tausende Knöpfe neu gerendert. Das ist der Grund, warum Mistral bei vielen Dingen langsamer ist und jetzt in dem Fall hier einfach schneller ist, weil es nicht jede einzelne Zeile vergleichen muss und einfach alle Zeilen zack neu macht. Ich muss dafür aber Mistral in Schutz nehmen. Erstens ist es nicht re sehr repräsentativ. Man hat bei echten Web-Apps selten über 1000 Dingen von irgendwas. Man hat normalerweise, dass, wenn man weiter runter scrollt, erst dann neue Einträge eingefügt werden. Da gibt es auch viele weitere Tricks. Also in der Praxis ist das eigentlich egal. Es ist eher so ein theoretischer Flex hier. Gehen wir mal weiter. Remove Row. Da ist Lui am Platz 2, also wenn man eine Zeile entfernt, 10.000 Zeilen erstellen, da ist Lui an Stelle 1. Zeilen hinzufügen, da ist Lui wieder an Stelle 1. Und alle 1.000 Zeilen entfernen, da ist Lui ja, auf Platz 3, wobei man hier erkennen kann, die Zahlen sind sehr nah aneinander. Also man könnte sagen, die teilen sich alle den ersten Platz. Angular ist hier doppelt so viel, kann man schon sagen. Doppelt so lang braucht Angular. Bei Geometric Mean landet Mistral weiter vorne. Das liegt daran, dass Lui bei einigen Sachen langsamer abschneidet und weiter hinten landet es. Und ich kann das nicht so genau sagen. Wahrscheinlich liegt es einfach hier dran, dass Mistral bei dieser einen Sache mit den Rows swappen, weil es eben nicht die Zeilen einzeln vergleicht, sondern alle Zeilen noch neu macht, hier viel, viel schneller als alle anderen ist. Das ist natürlich interessant zu wissen, wenn man eine Anwendung hat, wo Sachen regelmäßig irgendwie ausgetauscht werden, dann könnte sich das lohnen, Mistral zu verwenden für diesen Anwendungsfall. Naja. Dann, ach ja, übrigens kann man das auch ausschalten. So, dann sieht man, also Compare heißt, dass man nur Rot und Grün und Weiß hat, also nur sieht, welche langsamer und welche schneller und welche ähnlich schnell sind. Und hier kann man sehen, dass eigentlich alle grün sind, außer hier bei dieser Swap Row Aufgabe. Da ist Lui ähnlich im Vergleich natürlich zu Mistral ähnlich mangelhaft wie die anderen vier. Und das bei einem ziemlich schlechten Algorithmus. Also ein Wunder, dass Lui sogar schneller ist als ein paar andere. Das hat mich überrascht.
Dann können wir hier unten sehen, consistently interactive, das heißt also, dass unabhängig davon, wie das Netzwerk ist, zum Beispiel wenn das Internet sehr langsam ist, die Sachen langsam runterladen oder wenn der Computer gerade mit irgendwas anderem sehr ausgelastet ist oder der Akku sehr leer ist und die CPU gedrosselt ist oder wenig Speicher ist, irgendwie sowas. Also hier geht es darum, wie verhält sich das Framework, wenn der Rechner Probleme hat, wenn er langsam ist, bei einem langsamen Rechner. Und hier hat Louis Platz 1 belegt, sogar mit einem gewissen Abstand. Mistwill kommt danach. Man sieht also auch, Mistwill ist ein ziemlich leichtes Framework, ein ziemlich kleines Framework auch. Aber Louis ist noch kleiner. Haha. Dann haben wir hier die Kilobyte-Größe. Auch da ist Louis sogar mit gewissen Abstand vor Mistwill, obwohl Mistwill selbst sich verkauft als winziges Mini-Framework. Und Louis ist noch kleiner, obwohl, wir haben es eben gesehen, die App selbst nicht mal kompiliert ist. Das ist also ein doppelter Flex eigentlich, dass Louis kleiner als Mistwill ist, obwohl Louis noch Hooks drin hat und viele Dinge, die mit Mistwill so gar nicht einfach machbar sind, ist Louis trotzdem kleiner, obwohl bei Mistwill das Ganze zusammengepackt, also optimiert und verkleinert wurde, ist trotzdem Mistwill noch mit Abstand größer als Louis. Also die Louis-App ist deutlich kleiner, obwohl sie nicht komplett wird. Gut, jetzt wiederhole ich mich. Dann haben wir hier noch den Arbeitsspeicherverbrauch, der ist auch keine große Überraschung. Also erstmal bei dem Speicher, den die Anwendung so braucht, wenn die Anwendung gestartet wurde, ist Louis vorne. Mistwill kommt stark danach, was eben daran liegt, dass Mistwill ziemlich wenig Zustand speichert und einfach möglichst viel man nochmal macht. Deswegen sind Louis und Mistwill hier so weit vorne. Louis ist aber, wie man sieht, noch effizienter bei dem Arbeitsspeicherverbrauch, bei dem normalen, obwohl Louis smart vergleicht, was neu gerendert werden muss und was nicht. Dann der Arbeitsspeicherverbrauch, wenn man 1000 Zeilen hinzugefügt hat. Hier kommt jetzt Mistwill etwas in Vorteil rein. In der Masse zeigt sich das dann doch der Vorteil, dass man möglichst wenig Zustand speichert, zwischenspeichert, um später irgendwas wiederverwenden zu können, sondern möglichst viel einfach neu berechnet. Da sieht man bei Mistwill, dass sich das in dieser Sache zumindest gelohnt hat, wenn man ganz, ganz viele Elemente hat, dass man dann weniger Arbeitsspeicher braucht. Louis ist aber einigermaßen noch in der Nähe. Dann, wenn wir jede 10. Zeile ein paar Mal verändert haben, ist Louis wieder an Platz 1, diesmal sogar mit einem gewissen Abstand vor Angular. Oh, und hier ist Mistwill sogar weiter hinten, das überrascht mich. Also es sind immer wieder überraschende Ergebnisse dabei, für mich zumindest. Kann man wahrscheinlich sehr gut aufdröseln, woran jetzt was liegt. Ist mir jetzt aber gar nicht so wichtig, es geht mir auch nur ums Flexen hier. Dann, wenn wir 1000 Zeilen ein paar Mal neu ersetzt haben, also entfernt ersetzt haben, wieder keine Überraschung wie eben. Mistwill verbraucht weniger, weil Mistwill für diese 1000 Zeilen so wenig Arbeitsspeicher wie möglich irgendwie zwischenspeichert. Ja, Louis immer noch nah dran. Erstellen und löschen von den 1000 Zeilen, da ist Louis wieder an Platz 1. Leicht weniger als Mistwill. Ja. Insgesamt bin ich sehr zufrieden hiermit. Wie gesagt, wenn man jetzt in die große offizielle Tabelle reinguckt, mit den, wie viel sind das? Ja, 100, über 100. Dann landet Louis wahrscheinlich weiter in der Mitte, aber das liegt eben daran, dass viele Frameworks davor. Es gibt, ich will das nicht ausschließen, ich habe mir nicht alle angeguckt, es gibt wahrscheinlich schon Frameworks, die diese Features wie Louis hat und trotzdem viel besser als Louis ist. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Wahrscheinlich dafür aber wieder von viel schlaueren Leuten gemacht als von mir. Aber sehr viele Frameworks, die in der gesamtgroßen Tabelle links von Louis sind, sind wie gesagt welche, die besondere Tricks verwenden, die einen komplett anderen Ansatz zum Rendern benutzen, einen eher prozeduralen Ansatz ganz oft. Oder zum Beispiel Svelte, und Svelte ist ein Web-Framework. Mal sehen, wie wird das geschrieben. Hier müssen wir es irgendwo sehen. Da. So. So wird Svelte geschrieben. Svelte kompiliert das Ganze, das heißt, da hat man möglichst wenig Runtime. Also diese Library, die ich eben gezeigt habe von Louis, die jetzt auch nicht so riesengroß ist, die fällt bei Svelte noch kleiner aus und dafür wird beim Kompilieren, also bevor man das Programm ausliefert, beim Zusammenpacken, wird da schon möglichst viel, ja, Unnötiges rausgeholt und möglichst
Berechnung, die später, die schon konstant ist, wo man jetzt schon weiß, was später rauskommt, dass das Ergebnis dann fest reingeschrieben wird. Und dadurch erreicht man natürlich noch kleinere Größen und höhere Performance in vielen Fällen. Ja, das war das Video und ich empfehle natürlich jedem, sich dieses schöne Web-Framework anzugucken. Es gibt viele Beispiele dafür, es gibt viele verschiedene Beispiele, was man mit Lua machen kann. Ich habe zum Beispiel auch angefangen, ein Shopify-Theme zu erstellen, bei dem Lua verwendet wird. Also es ist eine Single-Page-Application. Das ist auch sehr, sehr schnell und klein alles. Man kann Animationen in Lua machen. Also diese Animation ist komplett ohne CSS, also von Lua selbst berechnet. Rein funktional alles. Also wir können immer noch in der Komponente das einfach als Faktor verwenden. Mal sehen, wo haben wir es? Sidebar hier. Da habe ich dann ein State, ob die Sidebar geöffnet ist oder nicht. Dann Transition. Transition ist ein Hook, der also eine Zahl über einen gewissen Zeitraum hinweg fließend von einem zum anderen Zustand überbringt. Und dann müssen wir drin nur noch diese Open Ratio irgendwo einsetzen, wo auch immer wir das brauchen. Zum Beispiel bei Opacity, also die Transparenz. Und das Ergebnis hat man eben gesehen. Es ist super flüssig. Es ist wahrscheinlich sogar schneller, als wenn man CSS-Animationen verwendet. So, das reicht. Genug gelabert. Das war die Aufnahme.